Recht herzlich willkommen zur 15. Folge von Oxygen Not Included. Ja, letztes Mal haben wir hier das mit dem Wasser gesehen und ich bin echt am Überlegen, ob wir hier nicht schnellstens diesen Dingens die Treppe da abbrechen und zumachen, weil ich glaube, es könnte sein, dass uns das Wasser da rauskommt. Leiter zerlegen. Prio hoch. So, dann lass mal laufen. Dann wählen wir auch schon noch diesen Stein aus und setzen den da gleich auch noch ein. Bin mir da nicht sicher, ob das funktioniert, was ich da vorhabe. Hoffentlich kommt da auch gleich noch einer hin. Ja, hier unten wird repariert. Der hat den Weg ja wodurch jetzt gefunden. Ah, der kann da lang. Alles klar, dann funktioniert das da lang. Okay. Ja, wir sind knapp davor. Bitte einmal jetzt hier ein bisschen schneller arbeiten. Wir würden das gerne noch schnell zu haben. Und die Prio auch schnell hoch. Kriegen wir das auch noch schnell hin, bevor das Wasser da hochsteigt. So wie es nämlich aussieht, ist das nämlich da jetzt genau das, was ich mir gedacht habe. Oh, jetzt kommt er da so ganz langsam angekrochen und geht jetzt lieber erst auf Toilette oder was. So, hier oben ist Dingens weg, die Toilette weg. Da kann dann also der Kompost nicht die Toilette. Da kann dann definitiv hier noch eine Toilette mehr hin. Das hatten wir ja vor, ne? So, dann für brauchen wir eine Rohrbrücke. Und die Rohrbrücke müssen wir drehen. Und zwar so rum. Okay, passt. Dann die Rohrleitung dahin und die Rohrleitung dahin. Und hier die Rohrleitung noch dahin. Dann ist das auch richtig. Und das hat er noch zugemacht da. Haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Dass das Wasser da unten dran bleibt jetzt. So, okay. Gut, das ist jetzt hier runter, das Wasser. Haben wir hier oben noch irgendwo Wasser, was wir ableiten müssen? Nein, da ist noch Wasser, das dann irgendwann da auch hin könnte. Okay, das funktioniert erstmal soweit. Toiletten 3 an der Zahl ist auch erstmal gut. Wie haben wir denn den Zeitplan hier gerade? Oh, da sind schon wieder 2, 4. Der Nachtschichtler muss natürlich erstmal hier schnell rüber. Catalina. So, dann ist die auch wieder zufrieden. 3 da, 2 sonst immer. Ja, da können wir jetzt erstmal, weil wir ja auch 3 Toiletten, 3 Waschbecken haben, das immer so gestalten, dass die da auch rüberkommen. Gut, das haben wir. Toilette wird fertiggestellt, das ist super. Wie sieht es mit Sauerstoff erstmal insgesamt aus? Sehr gut. Hier unten wird auch ein bisschen was hin. Da kommt ein bisschen was hin, das ist schon mal super. Das geht auch hier weiter runter. Hier ist ganz viel Sauerstoff dran. Das filtern wir da ja auch raus. Soweit ist das erstmal gut, oder? Hier ist natürlich reichlich Sauerstoff drin. Da können wir mal gerade hier die Uhr anmachen. Und mal da niedriger stellen. Die steht auch gut. So, dann gucken wir doch mal Stromoverlay. Das war total rot. Das bedeutet, die Leitungen sind alle schon überlastet. Da müssen wir definitiv was anderes machen, ne? Verbraucher-Erzeuger. Energie aus dem linken Eingang wird vom rechten Ausgang verwendet. Großer Transfer, okay. Gut. Oh, jetzt ist mal weniger los. Da müssen wir unbedingt noch dran arbeiten, dass das nicht so ist, wie es jetzt gerade ist. Essen? Wo ist Essen? 6000. Forschung ist abgeschlossen, da unten. Ah, wir können hier schicke Sachen bauen. Sollten wir definitiv tun. Zum Beispiel da 2. Weiß ich noch nicht, ob wir da einen haben wollen. Da wollen wir auf jeden Fall einen haben. Und hier.
Da können wir auf jeden Fall was hinstellen und auch da. Hier geht nicht, da ist noch eine Lücke. Lassen wir erstmal sein. Hier im Schlafzimmer können wir machen, den können wir gleich schon wieder wegreißen, weil das gut geklappt hat. Dann nochmal hier rein. Leere Leinwand ist da auch noch, okay. Jetzt richtig. Da können wir auch noch ein bisschen Deko haben, da geht es leider nicht. Ne, da kommt diese Maschine hin, das heißt da Deko. Hier passt leider keine Deko mehr hin, haben wir es zu klein für gebaut. In der Apotheke machen wir auch einen Dekostein. So, da wird erstmal gearbeitet. So. Ist denn noch Forschung an? Das ist die nächste Frage. Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Was haben wir denn dann so? Hier Tierfutter, fossile Brennstoffe, was haben wir denn? Erdgas, Öl und Petroleum. Würde ich jetzt erstmal nein sagen. Rohrgaskeimsensor, Rohrflüssigkeitssensor, Keimsensor, Entsalzer, Erzreiniger haben wir jetzt nicht wirklich am Start erstmal. Destillation, Algendestille, Kanisterentleerer. Ich glaube, ach, das läuft doch gerade, oder? Nee, schon fertig. Okay, dann können wir das ja auch machen. Flüssigkeitsfilter, das müssen wir auch noch alles anbauen. Verbesserte Sanitärtechnik. Ja, das ist schon mal der erste, den ich machen möchte. Eis-Ehelüfter, Eismaschine. Und Raumheizung. Ja, der Lufterfrischer. Luftreiniger und automatische Luftschleuse. Das oder das? Was haben wir hier? Verbesserte Lüftung. Kanisterfüller. Automatisches Gasventil. Hochdruckgasabzug. Hatte. Teppichfliese. Webstuhl. Okay. Bildende Kunst, Hochkultur, Sensortechnik. Ja, da müssen wir noch ganz viel machen mit der Sensortechnik. Signalschalter, Automatisierungskabelbrücke, Automatisierungskabel. Das sind alles wichtige Sachen, die wir dann in Angriff nehmen müssen, weil da geht es ja jetzt auch schon los mit dem Dingens, ne? So. Hier war Luftreiniger. Nee, ich glaube, wir machen erstmal isolierte Rohre, Flüssigkeitsventil, Flüssigkeitstank und Hydrosensor. Ich glaube, das machen wir als nächstes erstmal. Gut, was macht diese Person da? Die hat sich nasse Füße geholt. Ja. Kriegen wir das hier abgebaut? Ich würde mal sagen, wir machen mal dieses hier nochmal weg. Das müsste vielleicht von der Leiter ausgehen, oder? Und das auch. So, was machen unsere Skulpturen? Da steht schon eine. Okay. Strom ist unser Problem noch. Geht bald kaputt da auch. Das tropft da nochmal schön rein. Hier müssen wir irgendwie noch eine Luftschleuse haben, oder? Kommt das hier weg? Das ist Chlorgas hier. Und da ist verschmutzter Sauerstoff. Ist, glaube ich, hier durch. Haben wir denn Gitterziegel? Mit Wind und Wende lässt Flüssigkeit und Gase durch. Nee, das wollen wir nicht. Und
da ist noch nichts. Ungekühlte Nahrung. Aber wir haben noch einen Kühlschrank. Ist der nicht aktiv? Da ist er doch. Ah, Medizin ist da dran. Rohe Eier. Fleisch. Hm, vielleicht sollten wir noch einen zweiten bauen. Wir müssen, glaube ich, auch noch ein paar Sitzgelegenheiten haben zum Essen, ne? Wo war das bei Medizin, oder? Nee. Was beim Möbel? Beim Möbel der Kantinentisch. Und da kommt noch was hin. Und hier müssen wir ja auch noch was ändern, ne? Wir haben ja das hier falsch gebaut, ne? Das ist richtig gebaut jetzt hier, glaube ich, ne? Machen wir das Lichtoverlay. Ja. Das heißt, wir sollten das mal umbauen hier. Da noch hin. Und da. Da. Das muss so werden. Und den machen wir noch dahin und dahin. Dann ist das auch soweit und dann kommt noch die Schleuse dahin. Wir haben drei Nachtschichtler, ne? Das ist schon cool. Wenn die jetzt dann natürlich Krach macht, dann freuen die sich nicht, ne? Oh, Alter. Naja, der ist gleich fertig. Wir haben keinen Sauerstoff mehr, oder? Kann das sein? Ja. Okay, die haben es aber alle noch gerade so hinter sich gebracht. Wie wirkt sich das denn auf unser Raumdeko aus? Wo waren das jetzt hier? Dekorationsoverlay. Und die Dinger bringen so, glaube ich, noch nichts, sonst müsste es ja hier schon schön sein, ne? Hier müsste mal das gesprayt werden. Mal nochmal gucken, hier ist auch noch so eine Kiste. Können wir das auch noch machen. Hier sind Bakterien drin, die gehen aber weg. Ich glaube, soweit ist so gut. Das war hier... Ja, die waren bei über 2000, 2003 oder so, dass die Keime verschwinden so. Okay. Hier müsste man mal ausbauen. Der erste, der müsste mal da weggebaut werden, ne? Was ist denn da drin? Rohmaterial. Den machen wir jetzt mal hier hinten welche noch hin. Dreier. Dann geben wir hier nochmal das Grabenkommando. Machen wir erst da weg. Hier können wir irgendwie neue Fertigkeiten verteilen. So. Was haben wir denn hier? Da einen Schutzanzug. Verbesserte Tragfähigkeiten zum Schutzanzug hin. Machen wir. Das ist aber ein Koch. Den lassen wir auch Koch sein. Hier oben haben wir den. Der kann aber hier noch was beimachen. Aber der Hut da, der bleibt. Hier haben wir auch noch einen verbesserten Bau. Machen wir dann auch noch. Den kriegt dann auch den auf. So, dann sind wir da auch wieder à jour. Dann weiter. Was war da eingestellt? Alle Rohmaterialien. Dann machen wir da auch alle Rohmaterialien.
Und da machen wir den Haken raus, dann werden die umgeschichtet. Und dann können wir die Kiste da wegnehmen. Und da mal eine ordentliche Tür hinmachen, ne? Hier oben würde ich jetzt nochmal gerade das schon mal weitergraben. Hier geht irgendwas bald kaputt. Es wurde gerade aber repariert. Hier ist noch ganz viel Platz, aber ich weiß gar nicht, was wir da hin machen. Hier ist der Schlot, ne? Der uns das heiße Wasser bringt, weil es hier aber schon nur noch 54 Grad hat. Ja, da müssen wir mal überlegen. Ich glaube, wir können mal versuchen, hier schon was hinzubauen. Das geht doch, oder? Ja. Vielleicht da auch noch. Vielleicht kriegen wir es dann hier weggearbeitet. Er hat schon was dabei, oder wie sehe ich das? Ja. Gut, dann können wir die Ziegel da drüber nämlich, oder diese beiden Stoffe da erstmal abbauen. Der ist schon leer, der kann dann auch abgebaut werden, ja. Zerlegen. Er macht noch Matschriegel, damit wir was zu essen haben. Ja, hier oben sieht es nicht so dolle aus dann, ne? Wasser ist aber jetzt da, oder? Mehlwurzelpflanzen. Wo fehlt es da dran? An Atmosphäre. Naja, müssen wir mal gucken. Den können wir mal abreißen, oder? Und dann sollten wir vielleicht das eine oder andere mal aufräumen. Dieser Bereich, den möchte ich immer auf jeden Fall jetzt sauber haben. Oh, da ist schon wieder was nicht einpackbar. Das ist Sand. Okay, da ist einer fertig geworden. Da können wir Sand reinmachen. Das war Filtermaterial. Naja. Gut, das läuft. Und das kann auch gleich weg. So, Forschung abgeschlossen. Gleich die nächste. Machen wir das. Dann läuft auf jeden Fall was. Hier werden die Pflanzen gemacht. Wir brauchen ein bisschen Licht dann noch, ne? So, da kam jetzt der Flüssigkeitstank. Speichert jede eingeleitete Flüssigkeit. Das ist doch cool, oder? Wo stellen wir das Ding nur hin? Hier. Ich mach das mal dahin. So, was haben wir hier noch? Das isolierte Rohr und ein Flüssigkeitsventil. Und hier hinten haben wir jetzt noch mehr Hydrosensor. Ja. Da läuft schon mal was. Da auch. Macht erstmal einen guten Eindruck, ne? So, Licht, Strom. Ja, obwohl, ne, das nicht so der Hit ist, das da jetzt noch hinzumachen. Aber wir machen es mal. Und müssen dann weiter gucken. Nee, Quatsch. Die ersten beiden wieder weg. Und das haben wir hier wieder versäumt, ne? Da oben ist schlecht, das zu bauen. Ist die Frage, ob das hier klappt, aber ich glaube nicht, ne? Oh, er ist hier krank vom Matschriegel oder was? Den muss ich erwischen hier mal gerade. Turner. Lebensmittelvergiftung. Zeit zur Genesung 6 Sekunden.
Okay, er ist genesen. Ich hatte schon Sorgen. Was hatte er denn jetzt hier gerade ein Update? Gut. Da muss noch was weggeräumt werden. Ja, dann machen wir mal hier die Leiter noch ein Stück höher. Dann kommen wir da gleich auch hin. Und dann graben wir hier noch was so weit auf jeden Fall aus. Und da können wir bis dahin graben. Gut, okay, das läuft erstmal soweit. Ah, hier ist schon weiter fertig. Das heißt, das zerlegen wir alles. Das kann zerlegt werden. Alles wieder weg hier. Wunderbar. Und dann bitte aufräumen. So, das hat funktioniert. Ist hier alles weg, ja, ne? Ja. Hier ist auch alles weg. Hier kann noch weg. Da kann auch noch weg. Da kommen sie aber, glaube ich, gar nicht dran. Ne? Mach das mal weg hier. Naja, springen die da noch rein und kommen nie wieder raus, ne? So. Ja, das ist schon mal soweit. Er macht einen Riegel. Wir haben Strom. Wir haben Sauerstoff, denke ich mal, gut. Obwohl es hier nicht top ist, aber es wird besser. Und das machen diese Gittersteine schon mal aus. Da fehlt noch einer. Den sollten wir vielleicht auch noch da einbauen. Genauso wie da. Machen wir da einen hin? Ne, da ist der Kompost. Da wollen wir keinen hinmachen. Da sollten wir das hier noch umbauen. Wollen wir den Kompost ganz woanders hinbauen? Ne, den haben wir ja da extra hingebaut, ne? Ist jetzt die Frage. Ich glaube, den zerlegen wir. So. Wieder ein Tag vorbei. Läuft, oder? Oh, die Skulptur sieht ja gut aus, ne? Moderne Kunst. Was bringt die Deko da? Ist aber grün. Naja, vielleicht werden die auch mal besser. Auf jeden Fall sind die Räume hier schon mal grün. Naja, Forschung abgeschlossen. Wieder eine. Oder war die da schon? Ne, die war da schon. Nahrung, Essen, 5. Lange Arbeitswege, Stromkreis überlastet. Ja, das wissen wir schon. Okay, da ist jetzt der Stein weg. Das heißt, der muss aber auf jeden Fall neu ein. Und da ist schon wieder was. Fehlender Ziegel, den machen wir da schnell drunter und machen wir gerade Prio 9 daraus. Wie sieht die Luft denn hier so aus? Doch, es geht aber alles. Läuft alles mal, ne? Die gehen alle auf Toilette da unten schön. Wie weit sind wir hier? Okay, da sind wir schon mal wieder ein Stück weiter. Das bedeutet, wir können auch noch hier einen weiteren Ziegel setzen. Vielleicht auch zwei. Und können den da schon weggraben. Muss nur aufpassen, das steigt hier gleich hoch, oder? Kriegen wir schon noch hin. Okay.
Läuft eigentlich alles erstmal, ne? Die Pumpe ist bald kaputt. Ah, das heißt, wir müssen hier definitiv was tun. Wir müssen hier tiefer bauen oder so. Ja, nützt nix. Graben. Grab das mal weg und grab das mal weg. Das kannst du auch schon mal weggraben. Leiter ein bisschen tiefer setzen schon. Weil da kommen wir auch nicht drum rum, ne? Weil wir müssen an die Pumpe, die muss heile werden. Gut. Leiter wird schon gebaut. Graben. Zack. Das muss weg. Ist hier schon Dingens kontaminiert? Nee, eigentlich nicht. Dann machen wir hier zur Absicherung der ganzen Geschichte erstmal Steine runter. Damit wir da schon mal Bescheid wissen, ne? Das machen wir schon mal so. Und das machen wir schon mal so. Dann wissen die schon mal Bescheid, was sie zu tun haben, ne? Pumpe ist aber trotzdem bald kaputt. Mehr graben. Wir müssen gucken, dass der Wasserstand so niedrig ist, dass wir da wieder aufmachen können. So, das passt doch schon mal, oder? Nee, graben. Ich muss noch mal weg. Da unten ist wohl schlecht Sauerstoff, wa? So, Aufträge sind schon mal da. Da muss noch ein Zirkel, Ziegel hin. Das funktioniert ja auch. So, jetzt kommen die da auch rüber. Da hinten muss noch gegraben werden in der Ecke und dann haben wir das auch. Gut, okay. Aber ich würde mal sagen, die Folge ist schon wieder lang genug. Wir machen erst eine Pause, kümmern uns nächstes Mal darum, dass das hier mit dem Wasser klappt, damit wir hier die Pumpe reparieren können. Da müssen wir auf jeden Fall dran. Während ich jetzt sagen würde, dass das Wasserstand ja schon so ist, dass es auch sowieso funktioniert, ne? Ne, nicht das, sondern das und dann zerlegen. Und dann muss da eine Leiter hin. So, Forschung ist noch zu Ende. Wir haben jetzt eine Luftschleuse. Und haben den Lufterfrischer. Da werden Bakterien gefiltert, genau. Und da ist der Luftreiniger auch. Gut. Dann schnell die Forschung noch angestoßen, bevor wir es nächstes Mal vergessen haben, ne? Eismaschine, Eis-E-Lüfter, isolierter Ziegel. Isolierter Ziegel macht vielleicht Sinn. Machen wir da erstmal weiter. So, das ist schon fertig. Das bedeutet, da kommt auch eine Leiter hin. Funktioniert natürlich auch ohne, wie wir gerade gesehen haben, dass da unten repariert werden kann. Jo, dann sind wir erstmal auf einem guten Weg, würde ich sagen. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Das unterstützt mich unwahrscheinlich. Gibt mir dann den Wink, dass wir da vorankommen. Und Glocke anmachen, dann kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochlade. Wenn die Folge gut war, gebt ihr natürlich einen Daumen. Schreibt was in die Kommentare rein. Dann sind wir immer im Thema und... Ja, sonst noch was? Ich weiß es nicht. Wir sind soweit durch. Ich sehe euch in der nächsten Folge auf jeden Fall, ne? Komm, den machen wir hier noch weg. Bis dann. Tschüss.